Auch ja. Also ich habe erst Koch gelernt, dann Sommelier. Koch und Sommelier, was für ein Traum, oder? Super Kombi. Besoffen und satt. Ja, was gibt's Schöneres, oder? Ja, ja. Heute ist Bring Your Own Bottle. Wir haben uns entschieden, das blind zu machen. Ich gucke nicht, will gar nichts wissen. Das ist ja dunkel. Jammers. Ja, mein Name ist Tibor Wärzel. Ich bin Koch und Sommelier und im Moment tätig im Five in Bochum. Kleines Menürestaurant, 20 Plätze, viel Wein. Cool. Und ihr macht manchmal Sommelier-Battles? Ich lade mir manchmal andere Sommeliers ein, ja, von denen ich denke, dass sie irgendwie was drauf haben. Und dann genau, gibt es ein kleines Battle und ja, manche verlieren das, manche gewinnen das. Lassen wir uns einfach so stehen. Und während wir so ein bisschen quatschen, was Sache ist, schmecken wir rein. Ja? Mhm. Also. Da ist Säure. Ah, das ist saugut. Ja. Traumhaft gut. Einen Eindruck, was die Rebsorte hier sein könnte. Ich sage aber noch nichts, erst wenn ich Statement sage. Ja? Naja, Sommelier Summit. So, first time für dich? Jo, freue mich mega. Ich bin auch mega froh, immer wieder dabei sein zu dürfen, weil es einfach eine mega coole Veranstaltung ist. Man trifft alle Kollegen, also Deutschland oder deutschsprachige Kollegen. Und trifft immer viel auf Gleichgesinnte. Ich mache meine Gedankengänge ganz offen, was ich denke jetzt, ja? Haus raus. Okay. Weißwein. Statement. Ey, jo. Ja, ich weiß, man macht mir nichts vor. Es hat auch so einen leichten Cognac-Anflug, ja? Mhm. Wahrscheinlich wurde wenig geschwefelt bei dem Wein. Die Farbe sagt es auch. Ich habe eben gesagt, es wirkt was reif, aber es ist nicht so reif. Ich sage, es ist immer noch in den 2000ern. Korrekt. Vielleicht nicht gerade das perfekte Glas, aber... Es braucht eigentlich so ein Riesenglas dafür. Ja, das braucht auch Luft. Und man merkt auch, jede Minute wird es auch immer offener. Der Wein zieht so viel Sauerstoff. Aber mich stört, damit es Chardonnay bleibt oder sein kann, es hat so was Florales, was so mehr auf der Aromaseite ist. Und das kenne ich halt nicht so von Chardonnay. Mhm. Jetzt traue ich mich. Ist es Chardonnay? Mhm. Ist es, ja? Wow. Oh, da ist der Gedanke, stimmt ja. Es ist nicht so heiß da. Nope. Es ist Frankreich-Statement. Yes. Ja, so ein Weintyp könnte ja aus dem Jura kommen. Könnte, ist aber nicht. Ich habe ja auch kein Statement gesagt. Ist es vielleicht ein, dachte ich, es wäre ein 2,3 oder 2,5. Aber wenn es nicht heiß war, war es nicht heiß. Ja gut, wenn ich in der ersten zwei Hälfte war, ist es aus 2,4 vielleicht. Das ist aus 2,2. 2,2, ja, gut. Aber wie gesagt, also... Und das wird immer vitaler, ja? Das wird morgen richtig gut schmecken, naja. Aber dann ist die Flasche leer. Naja, weil du so gierig trinkst. Richtig, ich bin ziemlich durstig, muss ich sagen. Ja, bravo. Könnte es Südfrankreich sein? Ist es Südfrankreich? Nein. Nein, dann bin ich eigentlich lost und jetzt sagst du mir, das kommt aus Bordeaux. Nee, es kommt aus dem Burgund. Nein, echt jetzt? Gibt es Chardonnay in Bordeaux? Mhm. Nein, gibt es nicht. Ah, aber ich meine, vielleicht gibt es ja, ich weiß, ne, manchmal gibt es ja irgendwelche Freaks, aber ich habe es auch nie gehört. Ja, natürlich, vergessen wir das. Was ist aus dem Burgund? Ja, aus dem Süden. Aha. Also, ne, Chardonnay ist, ne, was ist ganz im Süden? Mâconnaise. Ja, weiß auch jeder. Crazy. Und wer ist der Produzent? Valette. Aha. Können wir die Flasche sehen, oder? Klar. Mhm, viel sehen, ja. Ja, das Etikett habe ich schon mal gesehen, aber den Wein kann ich jetzt nicht, aber es ist unheimlich trinkig. Macht das BSA? Ganz ehrlich, ja doch, auf jeden Fall macht das BSA, weil sonst wäre es nicht so stabil, weil das ist ohne Schwefel. Ganz ohne Schwefel. Also die sind da nicht so dogmatisch. Also wenn es geht, füllen sie ohne, wenn es muss, gibt es ein bisschen. Ne? Mhm. Also so in dem Sinne. Also es ist Topwein von Valette, Clos de Monsieur Nolly, das ist eine kleine Parzelle.
kalkige Lehmböden, lehmige Kalkböden, whatever. 75 Jahre alte Reben. Wow. Und das Ganze liegt, und das ist das Besondere, warum der Wein so schmeckt, wie er schmeckt, das Ganze liegt ewig, ewig auf der Hefe. Also, ich keine Ahnung, weit über 60 Monate, glaube ich. Und dann so viel Säure da drin. Ja, das ist echt super erstaunlich. Geil, ne? Aber das zeichnet die Weine von Valette alle aus, finde ich, dass sie ein echt sehr geiles Säuregerüst haben. Und je höher du gehst, also von Village über die ersten Einzellagen, wird das Hefelager eigentlich immer länger. Ja, krieg ich noch was, oder? Ich, ja. Natürlich. Und dein Ursprung ist in? Dortmund. Dortmund. Der ein oder andere Hip-Hop- und Graffiti-Freund weiß, dass in Dortmund eine große Szene war, genau, um Too Strong herum. Und letztens hatte ich so einen Pulli an und du sagtest so, geil, Too Strong, ne, als wir uns getroffen haben. Er hatte den Pulli an im Keller von Stefan Attmann. Ja, ja, genau. Du bist zu spät gekommen. So ist es, genau. Ich kam ein bisschen zu spät, passiert mir sehr selten, hat nichts mit mediterraner, whatever, okay. Genau. Laissez-faire. So, und dann kamen wir ganz schnell auf Too Strong from Germany zu sprechen, ja? Erzähl mal, wie kamst du zu Too Strong? Also geht man so als Dortmund, kommt man nicht daran vorbei, wenn man so ein bisschen Hip-Hop-affin bist. Bist du Hip-Hop-affin? Ja. Bravo. Also du kommst in Dortmund nicht dran vorbei? Und auch als Nicht-Hip-Hopper kommst du an... Doch. Da kommst du dran vorbei. Das ist schon Nische, ja. Aber wenn du halt da aufgewachsen bist und wir teilen ja auch eine Vergangenheit, ist das Skateboardfahren und so. So ist es, ja. Ja, und das ging natürlich mit Hip-Hop auch mal ganz gut zusammen. Naja, klar. Ne? Ich habe dir erzählt, dass ich mit meinem Buddy und Trauzeugen auf einem Konzert war vor 2 Jahren. Mhm. Das war hammermäßig. Das war einfach eine Jam, weil Kreuzfeld und Jakob aus war Witten. Da. Mhm. Dann Stieber Twins, das war jetzt nicht so mein Style. Mhm. Und Tony L und Torch, die waren auch da. Und da war einfach, ey, das Frankfurter war... Frankfurter Jungs. Ja, ja, und Heidelberg kamen die doch. Heidelberg, ja. Und da war die ganze Zeit Halligalli. Das war richtig gut, hat richtig Bock gemacht. Ich würde sagen, packen wir zusammen und den nächsten Wein probieren wir im nächsten Zug, okay? Schon so spät? Ja. Stell jetzt deine ganz persönliche Weinfrage auf asktoni.de.